Es war die größte Seligsprechung in der Geschichte der katholischen Kirche. Der gesamte Petersplatz im Vatikan war voller Menschen, die bei der feierlichen Zeremonie dabei sein wollten. Ganz vorne mit dabei bei dem festlichen Gottesdienst rund 2000 Menschen, die von Mutter Teresas Orden, den Missionarinnen der Nächstenliebe, betreut wurden. Papst Johannes Paul II. Persönlich hatte in einem beispiellosen Akt eine Bestimmung des Kirchenrechts außer Kraft gesetzt, wonach der Prozess zur Seligsprechung frühestens 5 Jahre nach dem Tod beginnen kann. Für Mutter Teresa begann dieses Verfahren so bereits nach 2 Jahren. Damit war ihre Seligsprechung nicht nur die größte, sondern auch die schnellste der gesamten Kirchengeschichte. Mutter Teresa wurde vor 100 Jahren im Gebiet des heutigen Mazedoniens geboren. Sie wuchs in einer wohlhabenden katholischen Familie auf und wurde sehr religiös erzogen. Ihre Schulausbildung absolvierte sie an einer katholischen Mädchenschule. Als sie 10 Jahre alt war, starb ihr Vater überraschend. Daraufhin widmete sie sich verstärkt dem Glauben. Mit 12 Jahren entschied sie sich für ein Leben als Ordensfrau und bat im Alter von 18 Jahren um die Aufnahme in den Orden der Loreto-Schwestern. Im indischen Kalkutta legte sie ihre erste Profess ab und war anschließend 17 Jahre lang, zuerst als Lehrerin, dann als Direktorin an einer Schule in Kalkutta tätig. Auf einer Zugfahrt nach Darjeeling im Jahr 1946 vernahm sie Gottes zweiten Ruf, den Ärmsten der Armen zu helfen. 2 Jahre später verließ sie die Loreto-Schwestern und gründete selbst einen Orden, die Missionarinnen der Nächstenliebe. Sie zog das Gewand der Armen an, einen weißen Sari mit blauer Borte, kümmerte sich fortan um die Menschen in den Slums von Kalkutta und wurde so zum Engel der Armen. Die Predigt des Heiligen Vaters zur Seligsprechung musste von Priestern vorgetragen werden, da der schwerkranke Papst große Probleme beim Sprechen hatte. Johannes Paul II. Beschrieb Mutter Teresa in der Predigt als eine Ikone des guten Samariters, die sich in ihrer Arbeit für die Ärmsten der Armen nicht einmal von Konflikten und Kriegen aufhalten ließ. Sie sei eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Epoche. Diese kleine Frau sei eine Botschafterin des Evangeliums, hieß es weiter. Mutter Teresa erhielt im Laufe ihres Lebens zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Friedensnobelpreis. Auch Papst Benedikt XVI. Schätzte die willensstarke Ordensfrau. In seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, zitiert er sie 3-mal als leuchtendes Beispiel für Glaube und Liebe. 1997 starb Mutter Teresa im Alter von 87 Jahren. Heute gehören ihrem Orden, den Missionarinnen der Nächstenliebe, etwa 4.500 Schwestern an, die in über 700 Ordenshäusern weltweit Dienst tun. Darunter sind Heime für Sterbende, Lepra- oder AIDS-Kranke, Obdachlose und Kinder. Es wird erwartet, dass Mutter Teresa in absehbarer Zeit auch heilig gesprochen wird. Ein Wunder wurde von der Kirche bereits bestätigt. Eine arme Inderin wurde von einem Tumor im Bauch geheilt, nachdem sie ein von Mutter Teresa gesegnetes Amulett aufgelegt hatte. Nun fehlt noch ein zweites Wunder. Dann könnte Mutter Teresa heilig gesprochen werden und als solche weltweit verehrt werden.